Und wie ist es Ihnen ergangen mit dem Problem-Based Learning? Ich hoffe, ich habe Sie mit dem letzten Video nicht überfordert oder vielleicht kognitiv zu stark belastet. Sicherlich haben Sie sich Ihre Gedanken über das Problem-Based Learning und die Cognitive Load Theory gemacht. Wenn Sie zu keinem klaren Ergebnis gekommen sind, dann müssen Sie sich nicht dabei denken. Es geht auch vielen anderen auch so, zum Beispiel sogar in der internationalen Wissenschaftscommunity. Ein Paper aus dem Jahr 2006 von Kirschner und anderen besagt, dass Problem-Based Learning eigentlich nicht gut ist für das Lernen, weil eben entsprechend der Cognitive Load Theory Lernende dabei überlastet werden und daher nicht gelernt werden kann, sogar lernhinderlich sein kann. Die Antwort von Melo Silva und anderen aus dem Jahr 2007 folgte und besagt, natürlich kann auch Problem-Based Learning funktionieren. Nur braucht es eben entsprechende Unterstützungsmaßnahmen, zum Beispiel Scaffolding. Sie sehen also, so leicht ist es nicht. Natürlich, was wissen wir bereits über das Lernen? Es ist zu unterscheiden zwischen Expertinnen und Experten und Anfängerinnen und Anfängern. Bei Expertinnen und Experten kann der Problemlöseprozess vielleicht so ablaufen. Man stellt ein Problem. Es gibt eben schon Vorerfahrungen und genug Wissen und es ist kein Problem, diese Aufgabe zu lösen und man kommt relativ schnell zu einer Lösung. Bei Anfängerinnen und Anfängern ist das vielleicht anders. Hier braucht man einfach mehr Unterstützungsformen, zum Beispiel indem man Informationen anbietet und eine Aufgabe, die sich dem Ziel annähert. Dann wieder eine Information und wieder eine Aufgabenstellung. Wieder eine Information und wieder eine Aufgabenstellung. Also das heißt, kleine Schritte, um das Problem zu lösen. Was heißt das nun für die Praxis? Wir müssen Informationen entsprechend aufbereiten. Komplexe Lernaufgaben zerlegen. Die lernrelevante Beanspruchung natürlich maximieren. Die irrelevante Beanspruchung oder irrelevante Informationen reduzieren. Wie schon oftmals erwähnt, bitte das Vorwissen der Lernenden berücksichtigen. Und was jetzt noch hinzukommt, immer auch natürlich entsprechend der Lernziele handeln. Das wird auch am Ende dann dieser Videoserie nochmal eine ganz spezielle Rolle einnehmen. Beim Aufbereiten von Informationen kann uns auch eine Theorie helfen, die die Cognitive Load Theory zur Grundlage hat, nämlich die Cognitive Theory of Multimedia Learning. Und alle Infos dazu gibt's im nächsten Video.